Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute 20 Uhr. Es geht wieder um Elektroautos und saubere Energie. Und heute möchte ich euch die vier Gründe erklären, warum ich mich für ein Elektroauto entschieden habe und warum ich elektrisch fahre. Wenn ihr da draußen noch kein Elektroauto habt und eins sucht und zum Händler geht und Probe fahrt und euch dafür interessiert, dann schaut doch einmal, ob einer der vier Gründe auch für euch derjenige ist, wo ihr sagt, stimmt, ist besser, dann fahre ich auch elektrisch. Und an diejenigen, die schon ein Elektroauto fahren, vielleicht findet ihr euch ja an einem dieser vier Gründe wieder. Das glaube ich ganz bestimmt, dass ihr auch sagt, ja genau, das ist es, deshalb mache ich das. Können wir gerne darüber diskutieren. Hier unter dem Video könnt ihr das kommentieren, dann reden wir, tippen wir darüber. Der erste Grund für mich und einer der Hauptgründe, ein Auto ist ja ein Fahrzeug, ist das Fahren eines Elektroautos. Wer mal für einige Zeit ein Elektroauto gefahren hat, wird bemerken, wie geil das ist. Ich kann das nicht anders sagen. Du drückst aufs Gas und es geht wie an der Schnur gezogen nach vorne. Das Drehmoment ist sofort da und du beschleunigst ja ruckelfrei, unterbrechungsfrei durch auf das Tempo, das du da gerne haben möchtest. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein Auto ist mit sehr viel PS wie ein Tesla oder ob das ein Auto ist mit eher wenig PS. Es ist überall dasselbe. Und wenn du dann wieder in den Verbrenner steigst und wieder dieses Schalten und Nicken hast oder wenn du wenn du überholen willst und du trittst aufs Gas und musst erstmal warten, bis der runtergeschaltet hat, die Gedenksekunde sozusagen, damit bist du dann einfach nicht mehr zufrieden. Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall fürs Bremsen. Wenn du auf die Ampel zurollst, nimmst du den Fuß vom Gas und das ist jetzt etwas abhängig vom Elektroauto. Der eine macht das stärker, der andere macht das weniger stark. Dann rekuperierst du. Das heißt, du nimmst Energie, die du eben hineingesteckt hast in diesen ganzen Prozess der Fortbewegung, die nimmst du wieder raus und wandelst sie um in Strom. Natürlich nicht 1:1. Ein Elektroauto ist kein Perpetuum mobile. Da geht natürlich auch Energie durch Wärme in Wärme verloren und. Aber du holst dir einen Teil der Energie wieder zurück. Das hat auch den Effekt, dass du bei den meisten Elektroautos mit dem Gaspedal genau dosieren kannst, wie will ich fahren? Will ich noch einen Tick schneller fahren? Will ich einen Tick langsamer fahren? Mit ein bisschen Übung hast du das ganz schnell raus und dann hängt das Auto praktisch an deinem rechten Fuß, an deinem Gasfuß und du kannst es ganz toll dosieren und hindirigieren, wo du es haben willst. Ist für mich ein ganz, ganz großer Gewinn. Ich habe jetzt in diesen Tagen wieder ein Plug-in Hybrid zur Probe. Und da merke ich es wieder, dass mich das Fahren mit so einem Verbrenner auch in Kombination mit einem Elektroauto nicht wirklich zufriedenstellt, sondern dieses vollelektrische Zack und weg und auf die Bremse brauchst du eigentlich nur noch eine Ampel drücken. Das ist das, was mich daran fasziniert. Du bekommst dann einen anderen Fahrrhythmus. Jeder, der Motorrad fährt, der weiß, wovon ich spreche. Wenn man mit dem Motorrad, ich habe leider keinen Motorradführerschein, aber wenn man sich zum Beispiel mit dem Motorrad unterwegs ist und man guckt sich zum Beispiel die Aufnahmen an vom Nürburgring, da gibt es so Touristenfahrten, da fahren Autos und Motorräder zusammen über die Rennstrecke. Dann siehst du, dass das Auto einen völlig anderen Rhythmus hat, wie es dort um den Kurs geht, als das Motorrad. Das Motorrad bremst, ist in der Kurve viel langsamer, da kommt das Auto viel dichter ran, weil es viel später bremsen kann, dann geht es durch die Kurve durch und hinter der Kurve ist das Motorrad zack wieder weg, weil es viel schneller beschleunigt. Genauso hast du auch mit einem Elektroauto einen anderen Fahrrhythmus als die Verbrenner, die um dich herumfahren. Du nimmst viel früher die Geschwindigkeit raus. Ja, manchmal sehe ich hinter mir im Rückspiegel entnervte Verbrennerfahrer, die würden viel weiter noch an die Ampel ranfahren, bis sie dann bremsen. Ich bremse ja nicht, ich nehme den Fuß vom Gas und rolle auf die rote Ampel zu und hole mir den Strom wieder zurück. Das nervt die hinter mir, aber es ist so. Und wenn die Ampel grün wird, dann bist du weg. Ja, weil du einfach auf den Pinsel drückst und dann hat der hinter dir auch keine Gelegenheit oder keine Chance, da mitzukommen. Das ist so beim E-Auto. Das ist ein ganz anderen, du bekommst einen ganz anderen Fahrrhythmus. Wann fahre ich schnell, wann fahre ich langsam, wie schnell fahre ich auf die Ampel zu, wie schnell beschleunige ich, wenn sie grün ist, davon weg. Das ist ein ganz anderer Rhythmus, vergleichbar mit dem Unterschied zwischen Motorrad und Auto, würde ich mal sagen. Und daran gewöhnst du dich ganz schnell, das willst du nicht mehr missen. Das ist genauso wie mit dem Telefon. Also das hier ist ein Nokia 6310 oder irgendwie sowas. Das war vor 10 Jahren oder was State of the Art. Damit hast du telefoniert, hast dein Geschäft gemacht, du hast alles, was du wolltest, konnte dieses Telefon und du warst zufrieden.
Und dummerweise gibt es jetzt halt so ein Smartphone, wo man einfach sagt, ja, ist besser, also nehme ich das. Natürlich könntest du wieder zurück auf das hier. Du würdest damit genauso telefonieren, aber du willst es nicht mehr. Und so ein bisschen dieser Effekt ist das, wenn du eine Zeit lang Elektroauto gefahren hast, dann bist du wirklich mit dem Verbrenner meistens durch. Das muss man so sagen, weil es einfach das bessere Auto ist. So, es fährt besser und du kannst es viel besser dosieren. Das war Nummer eins. Nummer zwei würde ich mal definieren als, sagen wir mal, Lebensqualität. Sagen wir es mal so. Die Tatsache, dass ich heute in einem Elektroauto ohne Geräuschentwicklung nach außen und ohne lokale Emissionen, natürlich macht das Auto Emissionen, aber nicht am Auto selber, dass ich da durch die Stadt fahre, das ist für mich so ein Lebensgewinn, das kann ich gar nicht beschreiben. Im Auto ist es relativ ruhig. Ab einer gewissen Geschwindigkeit hörst du Windgeschwindigkeiten und Reifen abrollen, das ist klar. Aber es ist ruhig, ich kann mich mit meiner Frau unterhalten, ich kann mich mit meinem Beifahrer unterhalten, ich kann Musik hören, wenn ich alleine bin. Es ist also, die Geräuschkulisse ist ruhiger und das empfinde ich als sehr angenehm. Ich persönlich empfinde, dass wir da draußen viel zu viele Geräusche haben. Es ist viel zu viel Lärm, was auf uns einprasselt, viel zu viel, was irgendwo piepst und quiekt und uns an irgendwas erinnert. Ich bin dankbar, das ist für mich so eine Ruheoase. Ich steige da ein, mache die Tür zu und dann ist es ruhig. Das ist wirklich toll. Genauso fühle ich mich auch wohl. Ich bin sehr viel geschäftlich unterwegs. Ich fahre auch viel über Land, fahre durch wunderschöne Landschaften. Ich war in St. Peter-Ording an der Nordseeküste, da bin ich häufig geschäftlich. Ich finde, dass gerade in solche Landschaften das Elektroauto mit diesem geräuschlosen Dahingleiten echt gut reinpasst. Ich fühle mich wirklich gut damit, so zu fahren. Das ist Nummer zwei. Lebensqualität für mich und auch für die anderen, die da draußen am Straßenrand stehen. Das Geknatter ist eigentlich von gestern. Nummer drei ist die gesamte Einstellung, die man mit einem Elektroauto bekommt. Du bekommst, wenn du länger elektrisch fährst, eine ganz andere Einstellung. Du schaltest zwei Stufen runter und musst dich auch erstmal an das Elektroauto gewöhnen. Ein Beispiel, wir waren mit unserem Elektroauto Tesla im Sommer in Paris. Normalerweise würde man nach Paris fahren mit einem Verbrenner, da macht man sich so einen Schlachtplan, dann fährt man los und dann macht man ab und zu mal Pause, da wo man Pause machen möchte oder wo es eine besonders schöne Pausengelegenheit gibt oder wenn irgendjemand im Auto sagt, ich muss mal oder wie auch immer. Bei dieser Tour war es anders. Das Auto hat uns gesagt, wann wir Pause machen müssen. Das ist etwas, woran man sich echt gewöhnen muss. Es ist auch ein Stück weit Bevormundung erstmal dabei, dass die Karre dir sagt, du musst jetzt rechts raus und dann musst du jetzt hier eine halbe Stunde Pause machen, weil ich muss laden. Wenn du das für dich einmal so klack gemacht hast, dass du sagst, ja, ist so, das musst du akzeptieren, dann gewinnst du ein Stück Lebensqualität zurück. Du reist wieder. Du bist nicht auf der Jagd nach irgendeiner Zeit, du bist nicht auf der Jagd, ans Ziel zu kommen, sondern du reist wieder. Und ich muss heute sagen, auch wenn das Laden ein Stück weit nervt, wenn ich längere Touren fahre, ich freue mich wieder drauf. Ich freue mich drauf, nach anderthalb oder zwei Stunden eine kleine Pause einzulegen, an eine Ladestation mich anzuschließen und dort mir die Beine zu vertreten oder irgendwas anderes zu machen und dann nach 20 Minuten oder was wieder weiterzufahren. Ich habe jetzt ein Plug-in-Hybrid in der Garage, den ich teste, den habe ich aus Köln abgeholt. Und natürlich konnte ich Köln-Hamburg in einem Rutsch durchfahren. Habe ich aber nicht gemacht, weil mir nach zwei Stunden echt danach war zu sagen, so, ich will jetzt hier raus, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee, auch wenn ich nicht laden muss und ich weiterfahren könnte, habe ich keine Lust zu. Ich bin schon dran gewöhnt, alle anderthalb, zwei Stunden irgendwo eine kleine Pause zu machen. Und das entspannt. Du fährst langsamer mit dem Auto, weil es ja auch um den Verbrauch geht. Wenn du das Jucken anfängst mit den Autos, geht der Verbrauch überproportional hoch und die Reichweite runter. Das machst du nicht. Du sitzt auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, vor deinem Reichweitenmonitor und sagst, oh, schon wieder ein Kilometer weg. Nein, du gleitest entspannt dahin. Du hast dir vorher ungefähr überlegt, wie die Fahrt vonstatten gehen soll, wo du laden willst. Du hast vielleicht noch einen Plan B in der Tasche, wenn die Ladesäule nicht geht, wo du dann laden willst. Aber so dieses, ich sag mal, sich in Etappen zum Ziel bewegen, das ist ja etwas, was du mit dem Verbrenner so nicht kennst. Da sitzt du dich rein, hockerst durch, hältst vielleicht mal irgendwo für einen Burger an.
dieses in Etappen sich zum Ziel bewegen, das ist für neu, wenn du ein Elektroauto fährst und längere Strecken damit fährst. Und ich weiß das heute echt zu schätzen. Ich fahre auf der Autobahn zwischen 120, 150 Stundenkilometer. Das ist so die Geschwindigkeit, die ich mir da einstelle bei dem Auto. Hat mit dem Tesla natürlich auch zu tun, dass der Autopilot bis 150 funktioniert. Also wählt man gerne eine Geschwindigkeit, die da drunter ist und macht sich diesen Autopiloten an. Mit anderen Elektroautos würde ich auch nur mit dem BMW i3 oder so, kannst du auch bequem 130 fahren, das ist auch kein Problem. Das ist so das Geschwindigkeitsfenster, in dem du dich bewegst, mit dem du auch nicht viel langsamer bist, als wenn du mit 180 auf der letzten Rille über die Bahn jagst. Und insofern ist es unterm Strich am Ende egal. Es ist ein entspanntes Reisen mit der Aufgabe, ich will da ans Ziel kommen. Das ist, du musst runterschalten und dich erstmal drauf einlassen. Und wenn du das gemacht hast, wirst du entdecken, wie klasse das ist. Ja, und der vierte Punkt ist das Thema Zukunft. Wenn man im Moment in die Zeitungen guckt und in die Tagesschau, dann sieht man, dass die Jugend, die Schüler auf den Straßen stehen und gegen die alten Säcke demonstrieren, die das Thema Energiewende nicht wirklich umsetzen wollen. Da passiert was da draußen. Witzigerweise sind die alten Säcke, die da heute in der Politik sitzen, diejenigen, die 1968 auf der Straße standen und gegen ihre Eltern demonstriert haben. Und heute sind sie das Establishment, gegen das sie selber damals sich aufgelehnt haben. Wenn man sich anguckt, was da draußen passiert, insbesondere in anderen Ländern wie China und Amerika, die das ganz anders angehen als wir in Deutschland, dann müssen wir feststellen, das Thema fossile Energien verschiebt sich oder die Nutzung von Energie verschiebt sich von den fossilen Energien, die ja endlich sind, die Geld kosten, die muss man fördern, die Dreck machen, weg zu erneuerbaren Energien. Das ist einfach ein weltweiter Trend. Investoren ziehen aus diesem fossilen Bereich Gelder ab und pumpen sie in den Bereich erneuerbare Energien, weil sie da auch ein gewisses Geschäft sehen, was ja auch da ist, das entwickelt sich. In Ländern wie China kann man einfach vom Politbüro einen DIN A4-Zettel rausgeben und sagen, wir machen jetzt Energiewende und dann ist das Thema entschieden. Bei uns ist das ein Riesenprozess. In den USA hat man entdeckt, dass es ein Geschäft ist. Das wird nicht politisch entschieden, schon gar nicht von Herrn Trump, sondern es gibt Firmen, die gesagt haben, damit ist ein Dollar zu machen, also geben wir unser Geld dann da rein. Und bei diesem Shift weg von diesen fossilen Energien, die uns ja in den letzten 150 Jahren zu diesem Wohlstand geführt haben, auf dem wir heute sind, hin zu erneuerbaren Energien, muss man erkennen, dass aus erneuerbaren Energien immer nur Strom rauskommt. Fossile Energien sind Feststoffe, Briketts, Kohle, Gas, Flüssigkeiten, erneuerbare Energien, also Solar, Wind, Wasser, da kommt immer nur Strom raus. Endergebnis ist immer Strom. Das heißt im Klartext, dass wir Dinge, die wir jetzt noch mit Briketts, mit Flüssigkeiten, mit Feststoffen, mit Gas, mit Benzin machen, dass wir die zukünftig mit Strom machen werden. Wir werden viel mehr mit Strom machen als heute, weil Strom der Energieträger der Zukunft ist. Strom ist unendlich vorhanden, also die Sonne scheint unendlich. Wenn die morgen nicht mehr scheint, ist hier sowieso Schluss. Dann brauchen wir auch nicht mehr Auto fahren. Also Strom haben wir genug, wenn wir die Sonne nehmen, wenn wir den Wind nehmen, wenn wir das Wasser nehmen, können wir Strom ohne Ende produzieren. Und wir können das auch lokal machen. Wir brauchen dazu keinen Araber und keinen Amerikaner. Wir können das hier machen. Es gibt da draußen im Norden, in Engesande, liebe Grüße an dieser Stelle, ein tolles Netzwerk zum Thema Elektromobilität und saubere Energie. Stefan Wiese, liebe Grüße an der Stelle. Ihr habt diesen Slogan, den finde ich so klasse. Wie heißt der noch? Ich fahre lieber mit Strom vom Deich als mit Öl vom Scheich. Und ich finde, der ist so einfach, aber der bringt das so genial auf den Punkt. Wenn wir Strom nutzen statt fossile Energien, haben wir erstens einen unerschöpflichen Vorrat, zweitens, wir brauchen die anderen nicht mehr und drittens, das wird auch noch billiger. Und insofern gibt es diesen Shift weg von fossilen Energien hin zu regenerative Energien, vor allem Strom. Das nennt man bei uns in Deutschland Energiewende, auch wenn das im Moment so ein bisschen holpert und rumpelt. Es ist eine Bewegung, die findet einfach statt. Und insofern ist auch klar, dass wir irgendwann mit Strom Auto fahren. Das heißt also, ein Elektroauto ist nicht irgendwie was für Spinner, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die in der Zukunft sowieso stattfinden wird und die ich auch jetzt machen kann. Da muss ich nicht erst warten, bis alle das machen. Da kann ich mir heute auch schon ein Elektroauto kaufen.
Vor allem, das merke ich sehr deutlich, wenn ich mit dem Elektroauto unterwegs bin, gerade die Kinder fasziniert das. Und ich finde, wenn die Kinder, die heute auf der Straße stehen und gegen die Erwachsenen demonstrieren, die das alles nicht wahrhaben wollen, wenn die Kinder sagen, den finde ich gut, dann ist das für mich echt ein Prädikat, wo ich sage, das hat sich gelohnt, das zu machen. Das sind meine vier Gründe. Erstens, es fährt besser, muss man echt sagen. Es ist praktisch wie der Unterschied zwischen einem Smartphone und einem alten Nokia-Telefon. Ich kann mit beiden telefonieren, trotzdem ist das hier für mich State of the Art. Genauso sehe ich das Elektroauto. Erstens. Zweitens, es bringt mir mehr Lebensqualität und Lebensfreude, muss ich definitiv so sagen. Drittens, es hat auch meine Einstellung verändert oder sagen wir mal unterstützt. Viele wissen, dass ich ja sowieso was mit Ökostrom beruflich auch zu tun habe. Daher passt es zu dem, was ich beruflich mache. Es ist meine Einstellung, es unterstreicht meine Einstellung. Und drittens ist es sowieso die nahe Zukunft, mit der wir demnächst viel mehr elektrisch fahren werden. Diese vier Gründe haben mich dazu bewogen, elektrisch zu fahren. Ihr könnt ja mal schauen, ob für euch was dabei ist. Ich will niemanden missionieren. Es ist jetzt kein Zwang. Ich zwinge niemanden zu sagen, du musst jetzt auch Elektro fahren. Um mich herum, in meinem Freundeskreis, gibt es noch eine Person, die elektrisch fährt. Alle anderen fahren im Moment noch Verbrenner. Und hier in meiner Straße, in meinem Wohngebiet, sind wir die Einzigen, die ein Elektroauto fahren. Alle anderen fahren hier Verbrenner. Also das wird sich langsam ändern, da bin ich von überzeugt. Im Moment sind es eben wenige, die das schon machen. 1% aller Neuzulassungen sind heute batterieelektrisch. Und das wird sich ändern, merkt man sehr deutlich. Man merkt in den Zugriffszahlen auf diesen YouTube-Kanal, man merkt in den Zugriffszahlen auf andere YouTube-Kanäle, dass jetzt so zum Jahreswechsel da ganz deutlich was passiert ist. Es ist sehr viel mehr Interesse da für das Thema Elektro und ich glaube, da passiert was ganz Großes. In diesem Sinne, bleibt dabei. Nächste Woche machen wir noch eine Folge einfach erklärt. Dann sind Hamburger Schulferien und da verzeiht mir bitte, wenn ich in den 2 Wochen kein Video in diesem Format einfach erklärt drehe. Und die 2 Wochen machen ein bisschen Ferien und danach geht es weiter. Also nächste Woche noch Dienstag 20 Uhr einfach erklärt mit mir, mit Oliver Krüger von 163 Grad.